Ja, willkommen zurück zu einem neuen Part von Darksiders. In diesem Part werden wir hoffentlich, also werden wir auf jeden Fall gegen den Zwischenboss kämpfen und dann direkt auch mal gegen den Endboss, hoffe ich doch mal. Im letzten Part konnten wir uns die Abgrundklinge als Dungeon-Item einsammeln und viele Secrets damit entdecken, viele Achievements einsammeln und so weiter und so fort. Mal schauen, wie dieser jetzt quasi gegen uns kämpft. Ich glaube, die Sequenz haben wir schon im letzten Part sehen können. Muss nochmal neu laden. Deswegen mal schauen, wie das wird. Wir machen natürlich Stoppuhr an. Okay. Ich gebe zu, ich muss das schon mal einmal kurz abbrechen. Deswegen weiß ich, mit Abgrundklinge nutzen wir die Dinger. Die Angriffe von dem sind destruktiv und zerstörerisch. Nice, schön daneben geworfen. Das stirbt uns auf. Hierzu ist auch quasi scheinbar unbesiegbar. Hat hier seine große... What the fuck? Hat hier sein Bullshit, ey. Hier seht ihr, egal wo ich hinhaue, selbst mit dem Scheiß hier, es bewirkt nichts. Oh, vielleicht hinten. Ja! Der Tremor-Handschuh wird hier benötigt. Ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt können wir ihn hinten angreifen. Seht ihr diese Druckwelle? Da vibriert der ganze Controller. Dieser Angriff ist wahrlich brutal. Das Witzige ist, wir können gar nicht mal von ihm eingesaugt werden. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Dieser Druckwellen sehen richtig brutal aus. So, während der jetzt mit dem Scheiß beschäftigt ist, in seinem Mund geschmissen. Kommt hier eine Zwischensequenz. Dafür, dass wir ihn besiegt haben. Okay, wir schicken unsere. Aua, und. Warum wir wirklich. Oh. Das Spiel ist viel zu brutal, ey. Damit ist der Zwischenboss besiegt. Oh, und das letzte Siegel löse ich nun dadurch. Okay. Ja, wirklich sehr interessant. Und wir sind bereit, uns Silizia entgegenzutreten. Ja, ich weiß. Mein. Hier, weil du ja blind bist, Krieg. Nein, Krieg ist nicht blind, genauso wenig wie wir. Okay, komm hier runter. Immer wieder munter. Kanalisationsartigen Dingen hier. Die Stange ran und dieses Ding haben wir schon mal gesehen auf Secret-Suche. Okay, ein bisschen zu früh aktiviert, aber auch egal. Gibt's hier nichts? Doch, hier gibt's doch bestimmt noch irgendwas, oder? Nein. Hier scheinen wir auch nicht hinkommen zu können. Unmöglich zu erreichen. Hier gibt's nichts. So, dann gehen wir mal weiter. Folgen dem Gegner durch die Rohre der Kanalisation. Wir sicher noch einen fetten Fight entgegenkriegen. Ja. Let it trip. Guck mal, wenn man die Stufenaufstiegung mit dem Tremor-Handschuh.
den wir auf unsere Gegner einschlagen. Der hat sich nicht groß gewehrt. Wenn er ein bisschen stärker geworden ist, dann kommt man alle vier hochgeschickt, ey. Mann, jetzt schon 5 Zorn. Can shit. Das ist schon nice, ey. Alter, so viele Gegner. So viele Gegner, ey. Spitznatz, Gegner, ey. Alter, weißt du, wie viele Male du auch mit den scheiß Tremor-Handschuh treffen musst? Das ist so. Das ist abusing of your fucking Daumen, ey. Du musst dich stark verbessern, wenn ich irgendwas mit ihm erreichen will. Oh mein Gott. Nee, auf den habe ich keinen Bock mehr. Jetzt hier 2 Stiche mit der scheiß Chaos-Klinge und dann gibt's direkt hier. Oh, stopp, ey. Das kann ich mir nicht mehr antun, ey. Jetzt auch den Kampf zieht, ey. Zack. Schön die Klinge durchgeschmissen. Weißt du, die Sense hat wenigstens den EU-Effekt, aber der Tremor-Schild ist eigentlich nur ein scheiß Dungeon-Item. Der ist keine richtige Waffe, ey. Und wieso man ihn als Waffe nutzen kann, wieso der als Waffe auch aufsteigbar ist und so ein Scheiß, weiß ich nicht. Macht gar keinen Sinn. Aber auch egal. Ach nö, Baby. Kein Bock, ey. Nein, ich Idiot. Ich Idiot. Ich Idiot. Aber wenigstens habe ich mit dem einen den anderen zerstört. Aber was mache ich denn da? Ich bin irgendwie echt gerade nicht so am Ball. Und tschüss. Kopf ab. Easy. Das sollte so jetzt endlich sein. Dankeschön. Alter, mein armer Daumen. Er wurde in Mitleidenschaft gezogen. Zum ersten Mal drücke ich die richtige Taste. Das ist unglaublich. Unglaublich. Da habe ich unnötig viel Leben verloren. Okay, ich glaube, in den Abgrund möchte man nicht fallen. Ich Idiot! Wie schnell er runterfällt, Alter, what the fuck?
Also diese Beschleunigung ist relativ unlogisch, aber auch egal. Wo ist der Schisskompass? Wo ist der Schisskompass? Ja, wo ist der Schisskompass? Ja, wo ist der Schisskompass? Ja, wo ist der Schisskompass? So, hier rüber mit dem Dämonengewächs. Da ist nichts gut. Ich hätte auch so checken können, aber egal. Ich den Kompass hätte, wüsste ich, wo jetzt die scheiß Truhen sind. Wir sind wieder in dem Raum. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Oh, wir haben mich noch erwischt, hat der Wechsel. Genau in den Weg quasi ausgewichen. Muss seitlich ausweichen. Haben die kein Friendly Fire oder so? Doch, eigentlich schon. Oder? Du bist schwach. So, den finishen wir easy. Du bist schwach. Guck mal, wie schnell deine Rüstung kaputt geht. Damals war es noch viel schwieriger. Im ersten Dungeon. Ach, und das sind böse Engel oder so. Ohne ihre nervigen Kanonen. Ach so, die nervig. Beenden wir dich. Alter, wie sieht die schon drauf, du Fotze? Oh, was ist endlich? Nein! Kein Bock mehr. Der rote Dämon erwacht. Wer macht diese dummen Kommentare, ey? Okay. Wie lange braucht der noch? Ach, da braucht noch seine Weile die Chaos kriegen, ich verstehe. Ich hoffe, es gibt irgendwo noch im Weg noch vielleicht eine Truhe oder so. Wenn nicht, dann müssen wir mal so eine Lebensessenz einsetzen. Aha. Da gehe ich aber noch nicht durch, weil es jetzt ein bisschen laggy wird. Kompass habe ich nicht, das heißt, irgendwas habe ich hier noch verpasst. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann, aber irgendwie habe ich nicht alles, was es zu holen gibt. Das regt mich ein bisschen auf, deswegen werde ich dann auch mal absuchen. Hm.
nicht durch Gegner aufhalten lassen, ja. Ah, da, genau da ist was. Seht ihr? Ja, hier ist der Kompass. Sehr schön. Siehst du, seht ihr? Ich wusste, ich habe da irgendwas verpasst. Ja. Mal schauen. Gibt es jetzt irgendwo eine Truhe? Ach, genau da. Okay, ich verstehe. Da hinten wird noch wahrscheinlich eine Heiltruhe sein. Wie kommt man da hin? Vom Bossraum? Aber hier ist... Oh. Ja, das habe ich irgendwie nicht gesehen. Nice, hat mich schön voll geheilt. Okay, da an der Straße ist noch eine Truhe. Die habe ich irgendwie nicht gesehen. Da hinten. Und dann werde ich mir die ganzen Truhen natürlich gönnen. Jetzt hier, der Tremorhandschuh soll doch eigentlich stark sein. Da kann ich mal mit einem Schlag. Der Tremorhandschuh ist lächerlich. Das ist keine Waffe, mit der man kämpfen kann. Die Spinnen konnten mir gerade einen Totenkopf wegnehmen. So lächerlich ist der Tremor-Handschuh. So, ich finde mich jetzt nicht mehr länger mit solchen Opfern ab. Habt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen. So, hier hinten und da an der Straße fehlt noch eine Truhe. Moment mal. Und da gibt's so. Die Truhe sieht ja geil aus. Lebensessenz, sehr schön. Das heißt, ich habe jetzt. Oh, 4 Lebensessenz. Oh, ah, ein zusätzliches Gefäß, sehr schön. Mit einer Lebensessenz dran. Das müssten Sie besser kennzeichnen, dass das quasi so ein leeres Gefäß ist hier. Ja, wie komme ich denn da hin? Ich verstehe. Deine gehen wir sofort darum. Sehr schön, dass ich den Kompass noch entdeckt habe. Aber das ist viel einfacher, die Züge zu suchen. Brie. Nein, du Fotze, nein. Oh nö. Oh Mann, du Ficker, nein. Bitte, ich kann da noch irgendwie hoch. Sag's mir, dass ich noch hoch kann. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Secret. Bis dann.
Oder wisst ihr was? Ich suche noch die Secrets ab in diesem Part. Jetzt ist es eh zu spät. Na, das wird eh so viel Zeit kosten. Dann werde ich perfekte 25 Minuten kommen, wenn ich alle Secrets habe. Und dann werden wir halt den Endboss und so weiter im nächsten Part erledigen. So ein Bullshit, ey. So ein Bullshit. Richtige Ficker-Scheiße, ey. Was? Oh, das hätte ich auch nicht bemerkt. Hossa, danke an den Kompass. Kriegspracht macht den Benutzer zu einem Meister im Umgang mit Waffen, damit sie sich kriegskönnen im Kampf. Und wieder das falsche ausgewählt, so. Hm? Oh, legendär. Oh, Nutzungsbonus. Der Zugewinn von Chaos durch den Einsatz des Chaos-Fürstes hört sich erheblich. Erhöht den Zugewinn von Chaos durch andere Nahkampfwaffen. Erhöht drastisch den Gewinn an Waffenerfahrung. Verlängert die Dauer der Chaos-Gestalt erheblich und erhöht den durch Waffen verursachten Schaden erheblich. Okay, heilige Scheiße. Das ist quasi Blutbad nur besser, ey. Schön. Das hätte ich echt nicht bemerkt, ey. Alter, dein Ernst, du verfickter Spasti. This is some bullshit. Yeah. Was noch was? Das. Noch diese eine Truhe da. Wahrscheinlich ist das einfach nur eine normale Truhe. Ich werde sie mir trotzdem holen. Aber falsche Richtung. Hier kommen wir wieder raus. Ich beeile mich, dass es noch. Weil es zeittechnisch richtig ist. Gehen wir runter. Muss das Gebiet laden. Autospacken. Krieg, was bist du so dumme? Jetzt eigentlich die richtige Reaktion, sich an Abhang festzuhalten hier. Ich habe keinen Bock auf die ganzen Spinnen, wir gehen hier einfach durch. Spring doch ab, du Fotze! So. Oh, und direkt in die Spinnen rein, du scheiß Opfer. Wieso bin ich in dieses Scheißloch gefallen? Ich weiß, dadurch habe ich jetzt ein Item bekommen, also eigentlich war es komplett richtig, aber trotzdem. Aber trotzdem. Das Secret war richtig assi, darauf wäre ich nie gekommen, ey. Die andere Seite zu gehen. So, hier ran an das Dämonengewächs. Hier eine legendäre Fähigkeit.
Und hier war noch eine Truhe versteckt. Einfach einschlagen. So ein Stück von Zornkern. Sehr interessant. Ja gut, mit diesen Bildern perfekt 25 Minuten verabschiede ich mich von diesem Part. Ich beginne dann den nächsten Part direkt vor der Bosstür quasi. Wir sehen uns und ciao.